tun, was ich jetzt gerade berichte. Alles, was ich dir nun sage, ist eine wahre Geschichte. Auch wenn ich mich dauernd noch festkette und über Wax rappe, kommt jetzt das über meine Träume unter der Bettdecke. Verschenke keine Gedanken an Tote wie Leichenschänder. Bekomme mein Licht von ganz normalen Sachen, Steifenständer. Als Leitmittel nehme ich mir noch was vom Seifenspender. Bälle rauf, Bälle runter, genau wie beim Reifenhändler. Und wenn ich nichts vorhabe und was den Schicksvortrage hat, ich Bilder vor Augen, die nutze ich noch als Fixvorlage. Doch fehlt mir mal die Fantasie, nehme ich mir Schmuddelblatt. Spiel auf meinem kleinen Dab und eine Runde Dudelsack. In dem Teambereich rasiere ich mich so wie einem Pudelblatt. Ey, der gibt mir eine ab, wenn ich mir an die Nudel pack. Eigentlich im Allgemeinen ist doch jede Braut brauchbar. Doch findet man mal keine, tut es auch ne Staubsauger. Bitte versteht es doch, ich brauch euch jetzt nicht. Lass mich in Ruhe oder kauf durch den Stich. Es tut mir leid, aber ihr könnt es nicht besorgen. Also komm später wieder, ey, am besten übermorgen. Bitte versteht es doch, ich brauch euch jetzt nicht. Lass mich in Ruhe oder kauf durch den Stich. Es tut mir leid, aber ihr könnt es nicht besorgen. Also komm später wieder, ey, am besten übermorgen. Wenig später kennt es jeder, das Problem vom Penisträger. Er ist immer fest im Griff, genauso wie ein Tennisschläger. Während die Frauen nach Machos gehen und die DJs ihre Cuts sortieren, werd ich vor meinem Auftritt erstmal locker masturbieren. Manchmal gibt es so Nächte, hab ich Schaum im Mundwinkel. Ich speize dann die Beine so, als ob mein Hund winkelt. Glaub nicht, dass ich rumschwindel, ich werd den Wund fixen. Wie ein Hirsch bei der Brunst schwitzen und alles ins Schrumpf spritzen. Ja, ich kann zu jeder Gelegenheit mit dem Zaun verlinken. Und ich werd die Frauen da hinten von meinem Schaumstrahl trinken. Wenn ich's im Unterleib noch runtertreib, kann sein, dass ich noch runterbleib. Es kommt dann manchmal vor, dass ich den ganzen Text herunterschreibe. Was ich euch auf meine Bettlaken sind echt nur Scheißflecke. Und unter meinem Bett, da stapelt sich die Reißwäsche. Ich kann auf Tatort scheißen, brauchen Hardcore-Scheißen. Ich nehm die Ladies hin und wieder zum Vibrato-Reifen. Bitte versteht es doch, ich brauch euch jetzt nicht. Lass mich in Ruhe oder kauft euch einen Stich. Es tut mir leid, aber ihr könnt es nicht besorgen. Also komm später wieder, ey, am besten übermorgen. Bitte versteht es doch, ich brauch euch jetzt nicht. Lass mich in Ruhe oder kauft euch einen Stich. Es tut mir leid, aber ihr könnt es nicht besorgen. Also komm später wieder, ey, am besten übermorgen. Manchmal hab ich so ein Problem, da will ich ne Braut verführen. Am liebsten jedes Mädchen auf der Straße hautnah spüren. Ich komm nie auf meine Kosten, das kommt eher selten vor. Ey, ich bin's doch selbst schuld, ich schieß mir immer selbst ein Tor. Ich verlang einfach zu viel von nem zarten Geschlecht. Sie sagen bei mir, wer andauert, nur mein abends schlecht. Ey Mann, sie haben ja recht. Ich riech daraus nach Erdnüssen. Sie meinen, da könnten sie genauso gut ein Pferd küssen. Ich find's gut, hätte ich nebenher noch ein paar extra Schnitten. Ich will doch meine Raps verticken für Sexpartiken. Die Frauen enttäuschen mich, doch ich mach's mir später nett. Denn ich hab ja noch den Waschlappen gefüllt mit Jägermett. Abends an dem Bett mutiere ich zur Sexmaschine und funktionier mal so mein Zimmer um zur Wichskabine. Das waren Beispiele von Dabu, der nur die Kassen schildert. Bin halt ein Profi in der Kategorie Taschenbilder. Bitte versteht es doch, ich brauch euch jetzt nicht. Lass mich in Ruhe oder kauft euch einen Stich. Es tut mir leid, aber ihr könnt es nicht besorgen. Also komm später wieder, ey, am besten übermorgen. Bitte versteht es doch, ich brauch euch jetzt nicht. Lass mich in Ruhe oder kauft euch einen Stich. Es tut mir leid, aber ihr könnt es nicht besorgen. Also komm später wieder, ey, am besten übermorgen. Ja.